So, und herzlich willkommen zum nächsten, zur nächsten Folge, ne, ich mach's nochmal von vorne. Willkommen zur neuen Folge von Grid Autosport. Wir fahren hier ins Spa. Soll ich nochmal anfangen, du hast mich gerade schon wieder verhaftet. Nee, oder jetzt hat ja auch noch einer dazwischen gequatscht. Bin gerade total durcheinander, Cinnamon halt small. Zeitfahren mit den Super Modified Fahrzeugen. Ja, wieder Zeitrennen, wir sind alle begeistert. Oh, ich finde das gut. Drei Runden, aber lange nicht mehr gefahren. Ja gut, letzte Folge, aber das sind auch nur zweimal jetzt. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mal eine längere Übersetzung eingestellt. Das scheint erste jetzt Sektor gar nicht mal so schlecht plus, zu sein. Erster Sektor plus 31 Sekunden, zweiter Platz. Lol. Sag mal gleich, was du für eine Spitzengeschwindigkeit hast. Also ihr beiden. Mhm. Wenn ich eine gerade finde. Weil ich habe gerade plus 30 gemacht. Ja, ich konnte nur zwischen 100 und 0 wählen. Also habe ich Standard gelassen. Ich kann zwischen 0 und 0 wählen. Also mit der Standardübersetzung müsste ich so 285 schaffen. Ohne Windschatten. Ja, ich bin immer noch Zweiter. Lol, was sind das für eine Scheiße hier mit dem Sektor? Weil du als Zweiter losgefahren bist. Deswegen bin ich ja Erster, gell? Nee, so. Er ist als Erster losgefahren. Den Cheater am Start oder was? Der wahrscheinlich gleich eine 16 Sekunden Runde raushaut. Ne, die sind ja nur eine Race Night Challenge. Ne, gibt's ja aber auch, hab ich auch schon erlebt. Hm? Da war einer kurzzeitig Erster mit 17 Sekunden als Rentenbestzeit, okay. Aber so einen richtig offensichtlichen Cheater habe ich hier in der Lobby noch nie gesehen. Ja, doch, nicht schon. Ja, weiß ich nicht, vielleicht den einen, der letztens da war, hier mit dem man nicht wegrammen konnte. So, 270, 280. Oh, mal auf die Gerade gucken jetzt. In die Uhu schreibt mit 285 Sachen. Ja, bei mir mit 286. Kurz angebremst, aber geht gut durch. Ich trau mich da irgendwie nicht Vollgas durchzuhacken. Also ich bin Vollgas gefahren. Ich gratuliere dir. Ich habe erstmal Abkürzen gekriegt, ey. Ich gratuliere dir. Oh Mann, ey. Das läuft ja immer wieder hervor, ja, und abkürzen, ey. Komm. Wir gratulieren dir jetzt. Zum Kotzen. Hast ja noch eine Runde vor dir. Und ja, aber die muss es dann aber werden. Und dann kommt wieder Essigurve. Oh, abkürzen. Also bis zu der ersten Kurve, da schaffe ich 271. Nein, nicht in. Oh, Dreck, Mann. Schön ein bisschen in den Rasen gerutscht, wir haben gleich gedreht. Super. Ich gratuliere dir. Danke. Also die Zwischenzeiten haben hier irgendwie überhaupt nicht. Ich hätte immer Angst, dass ich Zweiter bin. Mit einer Minute Rückstand. Ja, Hauptsache das Endergebnis passt. Ja, drift mal über den Berg hoch, genau. Warum nicht? Hast du schon Erfahrung gemacht auf Sepang? Das ist doch gar kein Berg. Doch, in der einen Kurve geht's doch, wenn du so rückwärts fast leicht nach oben, dann wo du meinst. Ach so, ja, diese Spitzkehle da, ja. Genau. Deswegen meinte ich ja, du hast ja schon Erfahrung gemacht mit Bergaufdriften. Hättest du jetzt gesagt Okutama? Und Grid 2 hätte ich das verstanden. So, mal gucken, ob ich es jetzt hier Vollgas schaffe. Ja, 286 habe ich auch gerade geschafft, das war's. Oh, okay, das ja, gleich gesehen. Okay, das mit plus 30 ist, glaube ich, nicht so eine geile Idee gewesen. Weil du halt keinen Windschatten hast, deswegen kannst du es nicht. Sorry, Akira, war keine Absicht. Na, werde ich jetzt schneller, werde ich jetzt langsamer? Natürlich langsamer. Boah, erste Kurve geschafft. Ich bin begeistert.
Ich gratuliere. Danke. Aber dieser Strecke ist auf jeden Fall schwierig, so das Gleichgewicht zu finden zwischen Topspeed und Kurvenlage. Ja. Ja, wenn du den 5 Ziegen fährst, ey, wenn du dann nur noch Untersteuern hast, ey. Ich meine, mit dem Mazda hier geht's eigentlich ganz gut. Ja, so ein Hecktriebler. Oh, beste Zwischenzeit gerade im ersten Sektor. Oh, die werde ich schon noch versemmeln, keine Sorge. Selbstbewusstsein. Nö, ich kenne mich ja. Muss das einfach mal realistisch sehen. Aber es wird spannend zum Schluss. Mal gucken, ob ich mich unter Kontrolle habe. Nein. Sonst habe ich mich wahrscheinlich zum Ende nicht mehr im Griff. Stimmt. Okay, noch ein bisschen Windschatten von Akira, aber ich glaube nicht. No. Friss das, Alter! Schlecht. Alter, 666, Alter, der Teufel kommt zu dir. Oh fuck, oh fuck. Bei mir steht 667. Alter Schwede, ey. Da hab ich mal einen aus dem Hut gezaubert, wa? Ja, scheiß Übersetzung, was du da hast. Junge, ich bin gerade maximal 179 gefahren. Schön, Alter, ich hätte so schön Vierter sein können. 179 habe ich gerade mal auf dem Tacho gehabt. Ja, auf der Langgerade glaube ich nicht. Doch, ernsthaft? Ja gut, 281 vielleicht. Wo ich mir gedacht habe, was, 185, was ist das denn? Ich komme da nicht mehr. Ich habe nicht mal einmal 85 erreicht. Alter, was für ein Schwerverbrecher ich bin. RTL würde jetzt Werbung machen. Und dann? Alter Schwede. Was denn für Abtreibungspillen oder was? Ah. Herrlich. Und 450 extra Kröten gekriegt. Erreichen sie 140 Stundenkilometer. Das müssen wir erstmal packen. Mit dem Auto auf jeden Fall. Ja. So, gib mal Cash hier. Was kriege ich hier? Knapp 20.000. Ja, hervorragend. Bis gleich. So, jetzt sind wir zurück mit dem Ausdauerrennen mit der Cobra auf dem Hockenheimring. Hubschrauber, by the way. Und ja. Ja, es fehlen hier einfach definitiv an Arschlöchern. Keine Rammerei, alle fahren brav. Klar, gab es gerade Zeitrennen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Können wir gerne ändern, Andy. Ja? Zustimmen. Scheiße. Ach, das ist ja die beschissene Strecke, die ich jetzt nicht so drauf habe, oder die Version, die ich nicht so drauf habe. Da vorne kommt deine Lieblingskurve. Nee, die war ja eben gerade. Aber die ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Nein! Ah. Dann macht einen Abgang. Ja, und abkürzen. Ja, und wie lange? Aber wie diese Autos immer schlingern, wenn man einmal kurz anlenkt, ne? Das ist schon ekelhaft. Jetzt ist er durchsichtig. Einmal kurz dagegen gelenkt, fliege ich links ab. Daneben mir fährt nur ein Name, der heißt Andy ZB. Das Auto selber ist durchsichtig. Ehrlich? Ja. Skandal. Cheater. Die ganze Zeit. Immer noch. Jetzt ist es scheinbar wieder sichtbar geworden. Oh lol. Ich geh da hinten ab.
Boah, wo ist denn diese scheiß Linie, Mann? Weg. Hat das noch so eine. So, jetzt hast du es wieder vorkämpfen. Wie schauen denn eure Reifen aus? 82, 82. Spitze. Ich hab 80. Auf beiden. Wir müssen Koko nicht mehr fahren, Hank. Der hat wahrscheinlich gerade erst die 90er Marke erreicht. Ja, ja. Ich bin bei 105. So, die Schutzfolie drauf. Ob dann der Taktik wieder aufgeht oder nicht. Die kann er noch einfach ins Regal stellen und alles neu verkaufen. Aber ich feiere den Moment, als ich mich weggedreht hatte und Kongo fuhr vorbei. Ich fand ja den Jubel von Kongo total geil. Als aber er konnte das selber nicht glauben. So, total geil. Das waren pure Emotionen. Ja. Das war ein richtiger Gefühlsausbruch. Aber hätte ich mich 30 Sekunden später rausgesucht, wäre es eng geworden. Hattest du denn keine Resets mehr eigentlich? Nein, ich habe keine Resets mehr gehabt, weil ich mich mit Eddie ein bisschen duelliert hatte. Da hatte ich mich, glaube ich, meinen letzten verbraucht. Ja, und dann wo wir synchron rausgeflogen sind, Alter. Und dann kam der Ausrutscher aufs Gaspedal. Ja, das Heck sagte, nö, tschüss, ich dreh mich mal. Die Reifen von 4 auf 0 und bin im Kiesbett gestanden. Ja. Und dann kam ich nicht mehr raus. Reifen sind dauerhaft durchgedreht. Aber ich glaube, im Kiesbett, wenn du da richtig drin stehst, kommst du selten raus. Ja! Was für ein Wichser! Am Anfang der Folge sagte er, ja, die Rammerei fehlt, jetzt wird er gerammt und ja. Nee, ich hab mich gerade selber rausgeschmissen. Hat er sich so hinten am Kragen gepackt, du raus hier! Ja. Ich mag dich nicht, du fliegst. Die Bremsen sind ja mal richtig schlecht. Hast du dir jetzt ein Bremsen-Upgrade reingehaut? Ja, aber. Hab ich's gehabt. Wir müssen dann ein bisschen das Air rollen. Ja, komm, fick dich, Alter! Ich fahr hier vorne so allein und einsam. Ich bin auf der Suche nach neuen Freunden. Boah, also die Strecke, mit der komme ich überhaupt nicht klar. Ich weiß gar nicht, bin ich schon einmal hier im vierten Gang gefahren? Kann ich euch gar nicht sagen. Ich nehme alles mit. Abkürzen, schlechte Reifen, rausfliegen, bisschen Gras mitnehmen. Ja, dass du Gras mitnimmst, das wissen wir ja. Was haben denn die Reifen, Andy? Peace, ey. 42. Okay, ich bin selbst bei 48 erst. 56, ja, ich 57. Ich hab ein paar Ausflüge allerdings gemacht. Ich hier alles umgenietet ist, weil wo ich nie weiß, wann ich anbremsen muss. Ja, komm! Alle fahren so rüber, ich krieg Abkürzen. Du darfst den Rasen nicht berühren am Ende am Auslauf der Kurve oder Geraden da. Wenn du den Rasen berührst, dann kriegst du Abkürzen. Wenn du es nicht machst, dann nicht. Auch wenn ich außen rum fahre? Ja. Du musst bevor der Rasen kommt, musst du wieder auf der Strecke sein, das ist kein Problem. Super. Also das gilt nicht für jede Kurve, sondern nur für die erste. Ja, ich habe mich gerade total verbremst. Ja, mein Auto meinte auch gerade nach links fahren zu müssen. Vor der Kurve. Oder steht er? Mein bester Reifen ist vorne rechts mit 52. Ja, der hat irgendwie bei allen am meisten. Oh, das ist so lächerlich hier gerade. Du hast ja gerade gejammert, dass es keine Arschlöcher gibt, die dich schrammen. Jetzt hast du welche. Er hat sich nur selber rausgekegelt. Ja. Aber Kongo, vor mir bleibst du nicht. Oh, der fährt mir weg gerade. Was? Fährt in die Kurve rein, weg zurück, fährt dann geradeaus. Oh Mann, das war gut. Richtiger Fachmann. Ja. Ja, ich hab 22, 21. 40. 25, 25. Also irgendwas machen wir falsch. Ich weiß, ich kann nicht mehr machen, als aufs Gas drücken und lenken. Gibst du nur Halbgas oder was? Ja, wenn ich Vollgas gebe, dann drehe ich mich in einer Tour. Ja, unter Gegenlenken und rumtreffen. Ja, Gegenlenken ist richtig. Wenn ich mal die Traktionskontrolle ausmache, so wie du, dann klappt das bestimmt. Ja, ich hab's ja aus, aber egal. Ich fahr nur mit ABS. Ja, dann nimm dein Download-Helfer, was auch immer. Ach so, dann klar, ich hab alles. Der Abkürzer hat dir gerade das Genick gebrochen.
Ach, sind bloß noch 30 Sekunden? Neu. Ja, das läuft schon eine Weile. Neun, neun. Meine Rifle. So ein Wichser. So, ich hab's gewusst, ey. Sehr schön, sauber. So ein Arschloch. Ja, da hat deine Assi-Fahrweise einfach mal das Genick gebrochen. Ja, ein Assi, ist klar. So ein Pussy-Move, ey. Minus 9. Du hättest genau das gleiche gemacht, hundertprozentig. Ja, aber sowas von. Ich hab die nie gemacht, nie. Andy, nein. Du doch nicht. Bist ein ganz anständiger Bubi. Aber so ein Abkürzer-Aktion, nie. Das schadet hier nur meinen Ruf. Ja, welchen Ruf? Ich musste mir erzählen, sonst spiele ich nicht. So, da sind wir wieder zum zweiten Rennen mit den Cobras und jetzt Brands Hatch. Ja. Gleich mal den Start versaut, geil. Andy hat beim Start schon wieder 3 Reifen verloren. Naja, gleich zu 2 Punkte. Ja, ich hab hinten jeweils einen verloren. Am Start. Ey Mann, schub's nicht. Ich muss langsam fahren. Ich muss auf meine Reifen achten. Das wird, bei unserer Fahrweise nichts. Aber Cobra bin ich aber auch noch nie gefahren, um ehrlich zu sein. Klar. Klar, sind wir schon öfter gefahren. Da hast du sogar deinen Arschloch-Move bei diesem Fahrzeug gemacht, ey. Mann, aber nicht mit dem Auto. Ja, klar. Nein, das war woanders. Ah, das war mit dem Ford GT, glaube ich. Ja, bei Cobra sind wir bestimmt ein paar Mal schon gefahren. Ich presse aber 150, ich habe keine Ahnung, wie tricky die Kiste ist. Ja. Nee, du fährst sie ja nur seit zum tausendsten Mal oder sowas. Stimmt nicht, 999 Mal, ja. Ich habe bald Jubiläum mit ihr. Oder mit ihm? Ich weiß es gar nicht. Das ist ein Cobra, die Cobra, oder? Ja. Normalerweise. Ach komm! Sagen ja auch immer viele, der Supra, eigentlich heißt es ja die Supra. Nein, der Supra. Nee, sagen viele die auch. Du kannst, glaube ich, beides sagen. Die Supra oder der Supra. Viele sagen immer die. Ich werde immer voll geflammt, wenn du ein YouTube-Video findest mit über den Supra, wird immer geflammt. Das heißt die Supra, nein, das heißt der Supra. Ach, ich nie gesehen, keine Ahnung. Mit Nutella, der, die, das Nutella. Da könntest du dich immer zerfetzen, wenn die dann mal diskutieren. Nein, das heißt die Supra. Und oh, wollen sie immer alle recht haben. Wisst ihr übrigens den Spitznamen vom Nissan GTR? Nee. Godzilla. Warum? Ach so, ja, vom GTR, na klar. Echt? Warum ja, das denn? Weil er alles andere vernichtet. Ist ja auch momentan der Rekord halt auf dem Nürburgring mit 7,5 Minuten oder so. Standardversion oder hochgezüchtet? Das weiß ich nicht. Ich glaube die Standardversion. Ja, welche? Die normale oder die Black Edition? Da fragst du mich jetzt was. Halt die zweite Variante halt. Der ganz erste war halt ein bisschen schwächer. Und vom Handling her schlechter. Dann haben sie ihn irgendwie mal noch refreshed. Es gibt ja eine Black Edition, der hatte glaube ich 610. Nee, der wird es nicht sein. Ich glaube, das ist die Standardvariante, die gemeint ist. Mit 520 oder 550 oder was auch immer der hat. 550. Das ist der erste normale, die Black Edition hat 610, wenn ich mich nicht täusche. Kostet ja, das, mit aber den, das mit den PS-Zahlen hast du ja nicht so ganz drauf. Du hast ja den BMW M1 ja auch irgendwie auf 600 PS gebracht. Nee, der hat 340. Aber der hat nur 340. Deswegen, ich würde noch mal nachgoogeln. Ah, die Black Edition, glaube ich, kostet 30.000 mehr. Aber bei dem R33, ne, da hier, der richtige Skyline, der hatte doch zig Versionen, hat sogar Nürburgring-Version gehabt, ne? Ja, das hatten die alle auch. A-Spec, B-Spec, C-Spec hatte, oder S-Spec ja, gab's auch noch. V-Spec, Nür 2 und sowas, naja, klar. Hatten die irgendwie alle. Warum, weshalb, keine Ahnung, aber höchstwahrscheinlich war er, keine Ahnung. Verschiedene Setups und Tunings wahrscheinlich einfach nur. Es gibt ja so die bekloppten Idioten, die kaufen sich das noch. Ja, und das sind ja Special Editions, ne? Das ist das gleiche wie bei den neuen Opel Opel Astra OPC, gibt's auch eine Nürnberg Ring Edition. Ja,
Ja, wahrscheinlich nur wegen 24-Stunden-Rennen oder sowas. Oh, ich hasse diese Kurve, ich krieg die nicht. Die letzte? Ja. Ja, weil die so lang ist. Und halt in der Mitte einmal so eng ist und dann wieder sich öffnet. Wie schauen eure Reifen aus? Kongo brauche ich gar nicht fragen, der ist wahrscheinlich noch irgendwo bei 75. Nee, nicht ganz, 64. Du, Andy? Warte mal. Erzählt noch. 52, 51. Da kommt dies vorbei. Bin wahrscheinlich für langsam zu für dich. Ja. 2,5 Minuten noch. Hui. Schafft die Kurve halt nicht. Learn to play, ey. Okay. Learn to play Noob heißt das. Malt war doch gerade noch hinter mir, wo ist er jetzt hin? Achso, hat aufgegeben. Ein richtiger Kack-Noob. Oh, ich glaube, der hatte ganz schön zu kämpfen mit dem Wagen. Schöner Drift, das hat die Reifen gefressen. Die Reifen nur. Aua, aua, aua! Vorne links ist mein stärkst belasteter Reifen. Der hat 46. Nein! Schöner Drift! Wir sind ja nicht im Driftmodus, ja? Das kannst du ihm doch jetzt nicht verraten. Ja, guck mal, sag doch mal, wie viele Reifen hast du jetzt? Hinten 49,50. 35,33, bitte. Vorne 42 links. 38 links. Meine rechte ist der beste mit 44. Nee, bei mir ist hinten rechts der beste. Oh, nein, nein, nein. Oh, shit. Scheiße. Oh, ich glaube, Senf hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Bin ich abgeflogen. Willst du mein Freund sein? Schreib's dir nach. Nein. Heute nicht. Da ist ein Nico, der schwimmt ganz schön. Ich finde, der die Cobra ist tatsächlich das empfindlichste Auto. Hm. Finde ich jetzt mal so. Auf jeden Fall ist er schwierig zu fahren, weil er halt sehr übers Heck kommt. Nein! Stimmst du mir nicht zu? Nein? Da kam aber prompt die Antwort. Ich bin ja mal dafür, dass er jetzt alle in der Kurve rausfliegt. Nee, heute nicht. Scheiße! Gib Gas da! YOLO! Nein! Ja! Nein! Oh, das gibt's! Was bist du für ein Arsch, Alter? Ich war nicht alleine, ja? Es hat fast so geklappt. Ich war kurzzeitig Zweiter. Aber es hat einfach eine Sekunde zu lang gedauert. Du darfst nicht geradeaus rüberfahren, du musst... Abbremsen und lenken, ne? Ein bisschen bremsen und rechts rüberziehen. Ja. Ihr seid so schlecht. Ich hoffe, Kongo, dass du richtig viele Dislikes kriegst, ey. Nee, dislike mal Annies Video, der ruft immer zum Disliken auf. Das finde ich nicht in Ordnung. Und der abonniert ihn auf jeden Fall. Ihr seid vernünftig, ihr wisst, was richtig und korrekt ist. So, ist Schluss oder was? Ich habe schon die Aufnahme unterbrochen, aber es sind 24 Minuten. Ich mache einfach noch ein Rennen. So, und das letzte Rennen in dieser Folge. Mhm. Mit dem RS5. Hui. Ehrlich. Cinnamon fährt hier den Mercedes. C63 AMG. Oh ja. C63, genau. Ah, blöde Wand, Alter. Ja, toll, hau mir die Lenkung kaputt, du Dreckswand. Geil. Ja, da kommt schon gut mit dem Heck, wa?
Geht. Der Audi? Oder der? Nö, geht, ne, nur am Driften. Geht, geht, geht. Kaum. Total ruhig, klar. Du gib doch Gas, Mann. Was ist das für eine Kurve hier? Scheiße. Oh, fuck, Alter. Warum sind die alle so langsam hier? Ich folge mal dem Edelgas. Lol. Ach so, das ist der Abschnitt. Ja, ganz, ganz selten sind wir den gefahren. Aber die erste Kurve, die ist auch echt schwer einzusehen. So, ich bin wieder Fünfter. Wir gratulieren dir alle. Hat er mich erzählt, aber wegen dem Reset. Huch. Ja, super, Alter. Ja, und ich bin wieder Achter. Also wieder durch die Meute durch. Boah, vier Runden. Oh, das war ganz schön knapp hier mit der Innenwand. Haltet mich da raus, ich will nicht mit euch zu tun haben, Jungs. Entschuldigung. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Ich hab euch doch gesagt, ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Ja, ich kam mit der Rechtskurve halt vorbei, aber der Linkskurve konnten sie natürlich wieder aufholen. Deswegen war ich ein bisschen in Panik, ob das vielleicht schief gehen könnte. So, Kurve. Bist du jetzt besser zu mir? Danke. Bist du gut zu mir? Bin ich gut zu dir? Ich erinnere mich noch ganz gut an die letzte Links-Rechts-Kurve vor Start und Ziel, wo ich Erster war, fast meinen ersten Sieg feiern konnte. Und ja, einfach mal voll gegen die Mauer geballert bin und dann, weiß ich nicht, 10 cm gefehlt haben zum Sieg. Und der Wichser überholt mich. Aber den Abschnitt gab es sogar auch in Grid 2, ne? Ja. Aber auch nicht oft. Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine schon, weil das kommt mir ziemlich bekannt vor. Doch, doch. Den gab's schon. Wenn dann, glaube ich, andersrum, oder? Nee, nee. Auch so rum. Aber den gab's halt auch selten. Vierter. Boing. Jetzt resette ich mich jetzt aber mal nicht mal. Nochmal. Ja. Ja, Mensch, Doc, deine Zeit war gar nicht mal so schlecht, ne? Du bist schneller als Cinnamon. Hätte ich nicht gerade noch meine Lenkung zermörtelt, wäre ich sogar noch schneller gewesen. Not bad. Ich hab einen guten Trick gefunden. Alter, du hast sie sogar noch verbessert. Ich habe gerade nur eine 1.4 gesehen. Achso. Zum Schluss bist du noch besser gefahren. Nee, also ich hätte eine 1.10er gepackt, sonst hätte ich gerade nicht meine Lenkung noch zermörtelt. Nice. Das wäre der GAU gewesen. Kongo hat die schnellste Rundenzeit von allen. Ja, das ist ja schon 2-3 Mal passiert.
Das war, ist ja ein richtiger Aufwind, aber hier war ich richtig flott unterwegs. Ich bin auch an den anderen immer gut vorbeigekommen wieder. Das sind meine ersten 3000 EP für das Auto, das sind ja nicht. Es gab hier nämlich einen ganz gemeinen Trick, einfach die Übersetzung auf minus 100. Dadurch bin ich so weggezogen. Ja, wenn man die Möglichkeit hat, aber mit Level 6,5 kommt man nicht weit. Bremskraftverteilungsstufe. Übersetzung ist richtig spät, ne? Nee, die erste kriegst du glaube ich schon mit Level 10 oder so. Oder 12. Echt? Ja, also nur minus bis plus 100. Ja gut, aber das war's jetzt erstmal für diese Folge. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.